Mein rechter, rechter Platz ist frei und das ist auch gut so. Neben mir haben wir fast allen Parteien ein Gedränk zur Wahl angeboten. Allen Parteien, die klar demokratisch sind, weil sie eine klare Grenze ziehen. Eine klare Grenze zum Rechtsextremismus. Allen Parteien, die mit beiden Füßen auf demokratischem Boden stehen. Nur eine Partei gibt es, die will das so gar nicht. Und darum haben wir sie einfach nicht eingeladen. Auch um ihr keine Bühne zu geben. Aber warum? Weil wir niemanden eine Bühne geben wollen für reine Provokation von rechts außen. Weil diese Partei nichts von den Erinnerungen an die Nazi-Verbrechen wissen will. Sie hat den Landtag verlassen, als die Präsidentin der jüdischen Gemeinde München eine Rede gehalten hat. Sie als Opfer des Nationalsozialismus hielt eine Rede zum Holocaust-Gedenktag. Weil diese Partei uns als demokratische Jugendverbände abschaffen will. Sie hat mehrere Anträge gestellt, die Zuschüsse an den Bayerischen Jugendring zu streichen. Sie will also die Existenz unserer Jugendarbeit in Bayern völlig in Frage stellen. Weil diese Partei einfach nur dumpfe Parolen statt Lösungen bieten kann. Seit 1994 wurden keine Rügen im Bayerischen Landtag erteilt. In der aktuellen Legislaturperiode hat die Partei bereits 19 Rügen aus dem Präsidium des Landtags für Beleidigungen und Verleumdungen im Plenum erhalten. Möchtest du wirklich eine Partei wählen, die Politik mit Hass und Hetze macht? Eine Partei, die den Klimawandel leugnet und in zahlreichen Debatten und Anhörungen zum Klimaschutzgesetz behauptet, eine Klimakrise gäbe es nicht? Eine Partei, die die deutsche Identität und Kultur durch die Migration bedroht sieht und deshalb die nationale Identität stärken will? Eine Partei, die öffentlich gegen queere Personen ätzt und über Transpersonen witzelt. Diese Partei zu wählen ist keine Protestaktion. Diese Partei zu wählen ist absolut keine Alternative. Wir wollen noch nicht mal ihren Namen nennen. Das braucht es wirklich nicht mehr. Anit im Bayerischen Landtag. Für uns als Kallibe Bayern steht seit unserem Beschluss 2018 fest, dass wir eine klare Distanz zu dieser Partei halten. Wir sind uns auch jetzt immer noch sicher, es gibt keine Grundlage für gemeinsame Gespräche. Wir haben keinen Platz für diese Partei. Für uns gibt es nur das, was uns das Grundgesetz und unser Glaube uns sagt. Alle Menschen haben das Recht auf Schutz vor Diskriminierung und die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir als Collier B stehen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz und setze uns jeden tag für eine vielfältige solidarische offene und bunte gesellschaft ein bayern ist ohne hass und hetze frühstäne welt welt wie ihr wollt und wählt die demokratie